rein, Geronimo. Anishimo? Nach euch. Ja, ich habe aber nur jetzt noch platziert. Ihr seht eine einsame Gestalt, die alleine gegen die endlosen Horden von Skeletten ankämpft. What? Seine Rüstung trägt Kratzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist Paladin Mike! Okay. Paladin Mike, okay. Who dat? After coffee, before coffee. Okay. Hey, du! Zivilist! Hierher! Zivilist? Der hört sich richtig nett an. Das hört sich an. Nee, Claptrap nicht, glaube ich. Nicht ganz. Ist nicht Claptraps Stimme gewesen. Nee, ich hab keine Ahnung, wie die Liste oder Untertan nennt und dann. Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenweg in den scheiß Arsch tritt. Du hast ein ziemlich schmutziges Mund für einen Paladin. Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts. Ja, ich dachte gerade, es wäre Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Hat gerade sein Grab geplündert. Der Dragonlord! Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. So ein bisschen, ne? Die Untoten haben Katapulte, um Skelette über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay, guter Einwand. Panther C4. Okay. Tja, ein alter Knaller. Ich bringe die Dorfbewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Panther C4 in die beschissene Luft. Warum ist jetzt Panther C4 mehr? Knochenschädling im Anmarsch! Weiß ich auch nicht. Ja. Was denn? Mein Zauber wurde geblockt. Geh in Flammen auf! Von wem? Ich weiß nicht, irgendwer war direkt vor meinem Cursor und dann war mein Zauber direkt. Echt, wir? Wir können das blocken? Ja. Oh. Eieiei, wie führt das gemacht? Ja, wahrscheinlich war ich das mal wieder. Das kann echt gewesen sein, dass ich das war. Also ich glaube, ja, man sollte schön ist, die Klappe halten. Es ist halt kein Projektil, also eigentlich ist es halt wirklich, wenn jemand mir nur vor die Flinte läuft. Das, ja. Oh no, da ist es. Oh no, wer, wo? Schon bei Tim? Ey Leute, loot, ne? Ja. Ja, hinter euch, überall! Hier sind ganz viele Kistis! Ja. Also die Munikisten geben anscheinend bisher wirklich nur Muni, ne? Dann gibt's extra Goldkisten für Geld. Wird aber erfahrungsgemäß immer alles aufmachen, weil ganz selten kann auch mal eine goldene Sache in den Kisten sein. Ja. So ist es dann leider. Leider positiv meinst du? Ja, deswegen muss man alles aufmachen. Oh, hier, einmal kurz Stopp zurück. Hier ist ein Würfel. Den müssen wir noch holen. Oh, ich bin da. Ja, wir haben gerade noch einen gesehen. Moment, drück mal auf M. Wir hatten doch, als wir hier runtergesprungen sind, einen. Ne? Ja, die Brücke gegenüber. Der wäre hier durch das Tor. Ja, genau. Aber erstmal hier auf das Haus. Ja. Wo müssen wir hin? Okay, ich hab den Würfel. Soll ich draufdrücken? Warte, wir müssen aber alle davor stehen. Okay. Wo ist der? Wie kommst du? Kommen wir da hin? Haus hoch. Hier vorne lang. Wo? Und hier einfach hoch. Ach, hier. Aha. Und dann einmal durch die Flammen, ohne zu sterben. Au. Okay, ja, bereit. Mir egal. Okay. Das ist mal ein Glückswürfel. Ich hab den Lied gar nicht gesehen. Ich habe noch grünen Schild bekommen. Ich auch. Ich hab Zauberschussgewänder. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich bekommen habe. Soll ich mal gucken? Schau mal. Also ich habe nicht so gutes bekommen. Warte, ich werf einfach mal die Zauberschusssachen, weil die nicht meine Klasse sind, einfach weg. Ich werf euch auch was hin. Das habe ich nämlich jetzt doppelt bekommen. Das ist ein Heilungszauber, glaube ich. Hier.
Ich brauche keinen Heilungsstar, aber ich habe krassen Schaden. Das ist aber... okay. Ich habe einen besseren Zauberschuss. Ja, aber bei meinem Zauber explodiert alles. Der ist schon krass. Okay. Sporenhüter ist doch auch irgendwer, oder? Nee, Sporenhüter ist der Fernkampf. Das ist keiner von uns. Wo ist mein... Ich hab hier für den Klauenbringer gefunden. Habt ihr auch schon mittlerweile diese Gewänder? Gewänder? Naja, das sind wir, was wir vorhin meinten. Ob ihr schon mittlerweile welche gefunden habt. Oh, ich hab was für meinen. Ich hab... das ist auch einfach... Kritische Trefferchance für Gefährten. Eure Crit-Chance erhöht sich jetzt. Das ist nett. Hier ist was für einen Clownbringer, habe ich ihn geworfen. Weil ich ein Samariter bin, mache ich das jetzt auch. Was seid ihr alle nochmal? Ich bin Zauberschuss. Ja, Clownbringer bin ich. Ich wollte dich ansehen. Ich handle. Ansehen. Ich komme echt nur auf dein Steam-Profil. Ja, das ist ja. Ich bin ein... Das steht beim Inventar... bei den Skills ganz oben. Ich bin ein Pest... Pestbringer. Pestbringer? Pestrufer. Pestrufer. Okay. Ein Paarhofer. Ja, was kommt man da jetzt irgendwie hin? Zu dem anderen Ding? Achso, ja, wenn wir hier hochgehen wahrscheinlich, oder? So laut der Karte, oder läuft er zu? Ja, wahrscheinlich, wenn wir weitergehen, Wahrscheinlich gerade links rum und dann rechts rüber und dann ein Stück zurück. Ja, dann gehen wir einmal hoch. Okay, ich komme. Ist mir einfach so heiß. Geht eigentlich gerade. Ja, irgendwie. Ich schwitze. Oh, da hinten werfen Steine. Oh lol, ja. Oh ja, ist ein Stein. Warte. Der Stein lässt sich nicht abschießen. Der ist jetzt ein Schaf. Nice. Ich finde, das Schaf könnte ein bisschen größer sein, dafür ist es jetzt ein teurer. Ist ja auch kein Schaf, sondern ein Scarf. Das ist dann nochmal was anderes. In meinem eigenen Magazin betroffen. Ja, also die Untergattung der Schafe. Ich wurde von meinem eigenen... Magazin betrogen, hat gerade mein Charakter gesagt. Könnt ihr eure Sprüche wiederholen? Bei eure höre ich nicht. Würfel. Echt nicht? Weil komme. Würfel. Komme. Ja, ich komme. Komme. Dann ping doch mal. Ist doch schon lange gepinkt. Und ping halt noch mal. Der hat jetzt gewürfelt. 20? What the fuck? Und ich bin voll. Ich hab einen Kopfscan bekommen. Nice, ey. Zauberschutz, Gewänder. Naja, aber irgendwie ist ein Kopf hast du bekommen. Bei mir ist es eine Anpassung einfach nur. Ja, so ein Skin für den Kopf. Oh, bei mir ist es nur Rouge. Ich hab Rouge bekommen. Rouge! Bin beautiful. Hm. Aber was auch immer. Nice gewürfelt, Mann. Ja. Ich hätte ja, weil da 20 hätte ich schon mindestens ein legendäres erwartet. Ja, aber vielleicht ist der Kopf ja legendär. Ich habe eine goldene Anpassung auf jeden Fall gehabt. Mein Kopf. Meiner war auch was. Meiner war Gold. Mein Rouge. Die Skins sind immer gelb, wenn die rumlegen. Ach so. Ja, dann war es auch weiß. haben wir einen Berserker bei uns? Nee. Okay. Mhm. Ich hab da was hingeworfen. Was denn? Ja. Zauber, ich hab keinen Platz mehr. Kannst du bitte nehmen? Ich hab ja auch eine Bannerfarbe, die kannte ich schon. Okay. Wie, die kanntest du schon? Also die heißt, die kannte kann ich schon? Kann ich auch schon. Nein, ist schon bekannt. Schon bekannt, ja. Ach so. Oh, warte, da will ich auch gucken. Vielleicht... Die so gelb kannte ich schon. Ja, aber guck mal, das ist mega viel Geld wert. Ich würde das an deiner Stelle einsammeln, dass du das verkaufst. Oh ja. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil ich bin voll. Wollen wir das C4 anbringen?
Kann man auch das... Okay. Du meinst das Fanta? Du meinst das Fanta C4? Ja, genau. Ach, Fantasie vor. Ja, versteht ihr, es ist Fantasy vor. Ja. Versteht ihr? Habt ihr verstanden? Fantasy. Ja. Kann mal jemand... Oh, sagen bitte. Gut gemacht! Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle! Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah! Und er freut sich wie Bolle und ich überlege noch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Also ich bin dafür, dass er Akzent hat. Da drüben. Ja. Du bist, glaube ich, dahin. Mhm. Wofür? Wahrscheinlich hinter der Mauer, ne? Ja, wir müssen hier das Haus hoch und rüber und dann kommen wir über die Mauer. Alter, was wir hier... Krasse Sache. Oder? Hier? Nicht, weil hier eine unsichtbare Wand ist. Was, ernsthaft? Du willst mich nicht verarschen. Nein. Ich glaube, wir müssen einfach durch das Haupttor nochmal zurück. Dann wird es das wohl sein. Lass nochmal durch das Haupttor da hinten. Das wird es ja dann hier sein, dass es das nicht ist. So. Dann lass uns doch mal durchs Haupttor laufen. Und mit etwas Glück kann man sogar da verkaufen. Warte, es reimt sich. Oh, lasst uns doch durchs Haupttor laufen. Mit etwas Glück kann man da verkaufen. Ich bin ein bisschen leer und will so aber ein bisschen musst mehr. Du nur so. Reimen. Da muss ich leider eben. Reihen. Das reimt sich voll nicht, Mann. Das war ziemlich schlecht. Halt die Klappe, ich da musst du auch nicht schleimen, aber dein Reim war zum Weinen. Das war gemein. Von dir. Ja. Du Schwein. Hätten wir vielleicht einfach hinten drüber gemusst? Das war gemein. Ja, lass uns einfach weiter, wir werden das schon lang finden. Aber. Würfel. Ja, ich will auch also Würfel. Ich weiß, es gibt hier 15 Würfel auf der Karte, ne? Ja, deswegen denke ich, da müssen wir halt nochmal hin. Wir könnten 15 mal die 1 würfeln. Oder 15 mal die 20. Und hallo, Herr Brombeere. Hi, du leckst noch ein bisschen. Okay. Alright. Ja. Ist dahin etwa eine Waffenkiste? Nee, schade. Du bist eine Waffenkiste. Okay. Ja, ich bin eine Waffenkiste. Ich habe ganz viele Schätze in meinem Repertoire. Überraschung, Überraschung. Ey, der Turm ist leider gerade. Das weiß ich aber jetzt nicht zu schätzen. Da ist er wieder am Schwätzen. Noch gar nicht da gewesen. Ah, ja, ja. Also, du bist noch nicht da gewesen? Nee. Schwätzen. Oha, Eis und da. Zuerst Feuer und dann Eis. Was für ein Scheiß. Ich höre schon auf zu reimen, okay? Ich höre auf. Oh mein Gott, Alter. Was denn? Oh, ich bin ziemlich low, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Oh, ich bin auch ziemlich low. Oh, ich muss nachladen, ich bin richtig weit drin. Bitte sag mir nicht, du bist am Boden. Ja, ich bin da, aber ich bin nur unterwegs. Und jo, ich bin da. Okay. Alter. Sniper-Skelette. Jetzt bin ich down, ich bin down. Hol dich. Danke. Ich schmeiß Eis in die Sniper-Skelette. Alter. Da fliegen vor Fleiß. Dankeschön. Das ist der Hammerschlag. Mein Tod ist nah, so hell komplett. Ah ja, wir können ja hier. Griffel weg von dieser Beute. Schön. Jetzt bin ich sehr low. Aber ich schaff's, wenn ihr mir den Gegner überlässt. Ja, nice. Level up. Okay, Steintroll ist tot. Ich höre die ganze Zeit so ein Geräusch. Wir können das Katapult fantasieren. Oh, ich habe sogar einen Goldbarren in einem Schatzding gehabt. Geil. Kein Mana mehr. Wie kein Mana mehr? Warum sind da ganz hinten Skelettos? Die kommen von hinten. Die sind schon die ganze Zeit da. Echt? Was wollen die eigentlich da unten? Laufen einfach im Kreis, keine Ahnung. Der Himmel fällt herab.
Jetzt machen wir nichts mehr. Gehen wir noch. Müssen wir da überhaupt hin? Oh, wer das? Nein. Wo? Ah, ja. Könnt ihr mir nochmal sagen, wie man pinkt? X. Ah. Alter 4. Siehst du? Weitaus weniger genau. Ich bin so voll, Leute. Wir brauchen Verkauf. Das ist ja fürchterlich. Du hebst schon nur die Grünen auf? Nee, alles natürlich. Ich lasse die weißen Sachen einfach liegen. Ja, aber du bist ja auch schnuckisch und weißt das Leben nicht zu schätzen oder so. Ja, manchmal sind die grünen Sachen weniger. Oh, ich hab das. Weniger wert. Ich hab das schon, ich hab das. Ja, okay. Ja, zum Beispiel sind Pistolen immer übelst billig. Ja. Ja, dann verkauft man die ja nicht. Ja, aber deswegen kann man nicht einfach alles Weiße liegen lassen, alles Grüne aufsammeln. Achso, ja. Alles sehr schwierig. Tja, alle sind tot. Die Lords haben unsere Rebellion mit ihren überlegenen Waffen zerschlagen und ließen mich eigenhändig die Gräber für meine Bauernarmee und mich ausheben. War verdammt viel Arbeit und ich musste sie übers Hochgebiet verrichten, welches ich als Bauer gar nicht habe. Da habe ich mich gefragt, ob dies mein Los im Leben sei. Kann ich denn gar nichts tun, um meine Lage zu verbessern? Und dann kam mir eine tolle Idee. Der alte Stinkvögel könnte ein Dieb werden. Ja, Dieb ist immer gut. Wer denn? Ganz besonders den da. Herr Wo? Ah, da. Hallöle. Darf ich den Würfel würfeln? Ja, ja. Kann eigentlich einfach so mal wieder den weg. Das hat sich nachher dran. Also werde ich nie würfeln. Auch du musst Leute finden. Keine Sorge. Da habe ich schon wieder was Skinniges gefunden. Sauber, ich habe gerade ein gewandtes Fest. Ah, da. Ich kann euch mehr. Also, ihr macht jetzt mehr Schaden. Ihr was? Macht jetzt. 1,7% mehr Schaden. Oh, und ich bekomme meine der Ult macht jetzt 8,5% mehr Schaden. Okay, ich würfel, Leute, ja? Abracadabra. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Oh, was Lilanes ist bei mir rausgekommen. Bei mir ist ein krasses Schwert rausgekommen. Gern geschehen, aber ich habe nicht auf die Zahl geachtet. Ich auch nicht. Ich habe gerade gelesen, irgendwas des Orthopäden kam raus, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich guck gleich nochmal. Okay. Warte, ich schau nochmal. Also, ich habe bekommen. Da. Kolbenstange des Ornithopters. Also, irgendwas mit Vögeln. Nee, Ornithologe ist das. Das hat nichts mit Vögeln zu tun. Ja, aber Ornithopter ist bestimmt. Wiko, 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 wiko! Nee, es hat eher was mit Helikopter zu tun, so wie das Ding aussieht. Okay. Oh, lässig. Tim, spring da mal runter, bitte. Das ist bestimmt Errungenschaft. Oh, scheiß Loot, ja. Wir brauchen Verkaufis. Da steht uns die Frage, wann ich kann nicht runterspringen. Da hinten geht's übrigens durch eine. Tür. Sie gehört, Wand, da ist eine unsichtbare Wand, da kann man nicht runterspringen. Ah, es ist wirklich probiert, das war nur ein Scherz. Na, probier mal, da ist eine unsichtbare Wand, da geht nicht. Vergiss es, ich probier das nicht. Wieso? Weil ich dir nicht vertraue, Tim. Ey, aber das ist. Guck mal. Ah, lol, tatsächlich. Hä, hey, wieso nicht, weil ich dir nicht vertraue? Hä, hey, warum? Welche unsichtbare Wand? Die da. Geht die da? Hallo? Wer weiterspringt? Ist einer dumm? Oh mein Gott, ich lebe da gerade. Ich traue mich nicht, Leute. Ich töte mich da nicht. Ich habe so schlimmige Finger. Okay, ich gehe jetzt hier hoch zu dem Katapult.
Oh, warte, ich komme auch. Wartet auf mich, wartet auf mich. Meine Beine sind besonders kurz. Okay, I'm ready. Warte, die sollte doch auf mich... Okay. Ja, ist, guck mal, ist doch nur dran. Jetzt macht er noch nicht Bing. Muss ich jetzt da drauf drücken oder... Ach, schießen. Machen wir mit dem... Schlag mal drauf mit dem Schwert. Hier? Sie haben das letzte Katapult auf dem gefallenen Turm aufgestellt. Du, dass du da rüberkommst. Wie sieht denn viel zu groß Paladin Sprung. Mike aus? Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Hey, Finger weg von den Figuren. Aber euch mit dem Katapult zu schleudern klingt cool. Also lass ich es ausnahmsweise durchgehen. Entzerstören, okay. Okay, Leute. Kommt hier rein. Kommt hier rein. Wir haben ja aber noch einige Sachen noch nicht entdeckt, ne? Oder ist es egal? Wir können auch also wieder zurücklaufen, aber ist ein dann. Ganzer Zweig, ja. Da würde ich aber gerne verkaufen. Können wir dann an den Start laufen, dass wir verkaufen können? Wir können einmal. Weil sehr wahrscheinlich, guck mal, geradeaus ist schon so eine Art Feder. Das heißt, wahrscheinlich kann man da. Moment. Was denn? Ja, das sind die. Ja, bei den Federn kannst du. Lokales Reisen gibt's hier. Trappelstraße. Schnelle Reise. Ja, dann lass uns doch eben zum Verkauf hier reisen und wieder zurück, oder? Ja, könnt ihr. Hab ich gemacht jetzt. Ja, wie denn? Wie mache ich das denn? Machst du die Karte auf? Ja. Dann hast du links lokales Reisen. Ah. Ach, einfach mit M? Echt mit M? Ach, ja. Wo denn lokales Reisen? Ich finde das lokale nicht. Du bist, warte mal. Blöd. Auf der Karte. Ja, links, da hast du die ganzen Schnellreisesachen. Tor der Königin, richtig? Ja, bei der Trappelstraße. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gekommen. Und dann E gedrückt halten. Ah, okay. Oh, ein Verkauf. Ich mache doch schon aus. Gute Nacht, Sir Brombeere. Schlaf schön und träum was Süßes. Danke fürs Zugucken. Und jetzt habe ich hier alles geschrottet. Ah, jetzt geht's wieder. Verkaufen, ja. Mehr Material für neue. Oh, ich bin Hackerin. Wenn ich mich bewege, verursache ich mehr Schaden. Und je schneller ich bin, desto mehr Schaden mache ich. It's basically Hacker. Oh ja, Grabspross ist keiner von uns, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe eine blaue Pestuferleder. Oh, ich habe etwas Lilanes im Shop. Egg ist das geschickt. Blau ist für mich. Das Problem ist, also mehr kritische Schusswaffentrefferchance und regeneriert Gesundheit. Mhm. Und die Skills, die es macht. Ein so ein Schild-Dings mit Blitz und ein so ein Schild-Dings mit einem Pfeil drumherum und einem Totenkopf. Was von? Ja. Das gehört jetzt dir. Verkaufen. Schrott verkaufen. Kauf mir mal eine Knarre. Das sind ja krasse Sachen hier, die man kaufen kann. Sind die Sachen generell besser oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, wir hatten Level Up, seit wir das letzte Mal hier waren. Nee, das meine ich nicht. Ja, aber dass die ganzen blauen Waffen. Ja, blau kann man schon kaufen, lila kann man schon kaufen. Das ist schon sehr cool. Fühlt sich schon sehr viel netter an irgendwie. Ja, also ich habe jetzt was Lilanes gekauft. Ich habe einen lilanen krassen Skill. Ich lese mal vor, was der alles kann. Ne, blau und Skill. Mit den Schwierigkeitsgrad zu tun, damit dass man halt regeneriert, Gesundheit über Schaden, Zauberladung, Feuern unvergessen, die Fallgeschwindigkeit ist stark gesteigert. Die Fallgeschwindigkeit? Verstehe ich nicht. Was heißt eigentlich dieses 8x2 zum Beispiel? Mach dann 8x2 Schaden? Ja. Wieso steht da nicht einfach? Weil das 8. Weil du mit jedem Schuss auch einen Schusseffekt hast. Ja. Stimmt, genau. Wenn du Statuseffekte machst, prozentual, dann ist es auch nochmal. Wahrscheinlich. Gut, okay. Warum ist mein Fallschaden stark gesteigert? Das ist hier mal richtig weird. Fallschaden? Ich kann doppelt so schnell fallen wie ihr. Lass du mich aus, du Penner, oder was? Nein, wieso? Muss echt aufpassen, ich hab gleich kein Geld mehr.
Aber man verliert nichts beim Sterben, also. Das ist alles stimmt. Cool. Echt jetzt? Wir können jetzt zur. Wenn du kein Geld mehr hast, verlierst du nichts mehr beim Sterben. So, natürlich verlierst du was. So. Also ich bin wieder zurückgeportet. Ja, ja. Ich wollte natürlich mal das nicht probieren. Ah. So. Und hier können wir jetzt noch weitergehen. Das sind zwei Bereiche. Warte auf mich! Right. Wir haben Mittwoch, ne? Wir haben Mittwoch, ja. Habt ihr Bock noch 366 Mal Stay zu hören? So einfach so bis Freitag oder so? Ich hab das schon über Nacht durchgehört bei der Alexa. Oh nice. Beim Schlafen? Wie kannst du denn da schlafen? Ja, ich mach das einfach auf so leise, dass er das nicht mehr hört, aber trotzdem noch da ist. Das ist voll lieb von dir, Mann. Dankeschön. Das erklärt die Streams. Hä, weil das war. Was? Nee, keine Ahnung. Das war ein Plan, das habe ich jetzt noch nicht ausgeführt. Ach so. Ja, aber guck einfach nicht auf die Region. Mach ich. Nein, guck nicht auf die Region von mir. Mach ich nicht. Ey, das ist voll lieb von euch, wirklich. Danke sehr, ihr Sweethearts. Das ist ganz schön lieb. Ich schalte einfach nichts mehr. Wie bitte? Höhle oder Burg? Beides. Guck mal, geradeaus Höhle und links Höhle. Wir gehen links zuerst. Ach, warte, links ist eine Sackgasse. Nee, links ist eine Höhle. Ich schalte einfach ein VPN an, dass sich alle paar Minuten die App hier ändert. Und dann sieht es so aus, als wären es ganz verschiedene Locations. Oh, das wäre auch krass, ja. Mach das mal. Vielleicht hast du eine richtig geile Location, so wie die Bikini Islands oder Christmas Islands dann, oder so. Dann denkst du, oh, Spotify sorry, jetzt habe ich gewürfelt. Tut mir leid, ich wollte nicht. Dafür waren aber auch zwei lilane Sachen drin. Gern geschehen. Bei mir war nur grün. Hey. Nur scheiße. Schade. Wer von uns ist Schamane? Ich glaube, wir haben gar keinen Schamane, oder? Was ist denn ein Schamane? Oh, das ist für Pestrufer und Zauberschuss. Pestruferkraft plus 8,5% und Schauerschusskraft. Okay. Yeah, also ich hab 8,5 mit meinem. Könnt ihr mal kurz. Ah, nee, warte mal. Ich hab 8,4 Zauberschusskraft. Ich schmeiß das mal direkt. Ja. Weil es ist für euch beide. Müsst ihr euch nur streiten. Okay. Ich bin jetzt drum betteln. Ja, ich vergleich mal. Also meins hat 1,9 kritische Trefferchance für Gefährten, 1,6 Schusswaffenschaden. Oh, das wäre stärker als meins. Auf jeden Fall. Es wäre nicht unbedingt stärker als das, was ich jetzt hab. Nicht sehr viel, deswegen kannst du das denn nehmen. Echt? Ja, also Pesthuferkraft macht mein jetzige schon 8,5, das heißt, da habe ich schon keinen Vorteil raus. Also wir haben jetzt auf jeden Fall 2% kritische Trefferchance für Gefährten, also für euch. Gewürfelscam. Hat keiner gemerkt. Das wollte ich wirklich nicht, also das ist kein Scheiß, ich wollte... Wollte ich echt nicht. Ja, weil das... Ich möchte euch das aber nicht klauen, weil das ist so toll zu würfeln. Also nächstes Mal, wenn ich dran bin, dürft ihr, okay? Ist mir egal wer, aber streitet euch, aber... Und natürlich sind wir voll gegen Glücksspiele. Wir können ja drum würfeln. Oh, bei mir ist nur grün, leider. Ja. Das ist eine Pistole, die heißt die Verführerin. Klar, dass du da U sagst. Oh, die habe ich auch, oh. Warte mal, klar, das wäre der U's. Was macht die denn? Schießende Pistole. Aber was macht die denn? Stoker. Aber es ist halt eine coole. Wir haben halt nur zwei Waffen, das nehme ich da nicht. Ja. Ja, alles okay bei dir? Ja. Warte, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So, okay, jetzt bin ich bereit. Schiffswolle! Witzige Geschichte. Ja, ich habe Lust auf eine witzige Geschichte. Was denn? Will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an.
Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sage ich! Rebellion! Wer macht mit? Nice! Geil! Der hatte, ey, das passiert mir tagsüber auch manchmal. Ich habe rausgefunden, dass mein Leben scheiße ist, schreie ich dann auch einfach immer aus dem Fenster. Aber nie macht jemand bei meiner Rebellion mit. Ja. Wie oft ich schon vorgeschlagen habe, einfach Geld zu verdienen, ohne zu arbeiten. Aber keiner, wirklich keiner will mir das Geld bezahlen. Nimmt dich niemand Ernte? Keiner nimmt mich Ernte. Aber keiner nimmt mich Ernte. Aber keiner nimmt mich Ernte. Meinst du das denn auch voll Ernte? Ich hab mich einem so Cereal. Bei meinem Mannbärschwein. Das meine ich Ernte. Das war gerade mein Komedi. Habt ihr den gesehen, den Sweetie? Ja. Danke. Oh, ich bin hier tot. Wo denn? Ping auf dem Boden. Ich komme. Ich schmeiß alles wieder hin, was nur geht. Wo bist du? Jo, dankeschön. Todesrettungswurf. Also ihr könnt immer auf das Schaff... Was haltet ihr davon, wenn wir das Schaf immer als Notfallding nehmen? Also wenn ihr low seid, dann mach ich das Schaf und ihr killt das Schaf, weil das kann sich ja nicht bewegen. Ja. Und danach geht ihr auf meinen Zauber. Kommt drauf an, wie lange ich den Kuhdampf und... Meine Güte! Dein Gesichtsausdruck? Habt ihr gehört? Meine Güte, dein Gesichtsausdruck, hat meine gesagt. Oh, die ist so cool. Meine Güte. Ja, ganz ehrlich, ich liebe die Sprüche. Die sind so fies. Das passt einfach ja, so sweet. Ist sie noch fieser als der normalen Borderlands. Schön, oder? Wunderbärchen. Oh, Skin. Verwüstung in der Wüste. Scham und Schande. Also ich guck jetzt mal, ich sammle jetzt mal alles über 100 Gold auf. Ja, wäre ich auch gerade. Irgendwas hat sich liegen. Hat mich hier erschossen. Es ist ein guter Ansatz irgendwie. Ich sehe einen Würfel. X, ne? Hier. Ich betrachte uns als Freunde. Aber ich hab schon, deswegen mache ich den jetzt nicht. Verwüstung im Anflug! Mehr hat man heute noch. Alter, alles schlägt auf das Schaf ein. Wie sich das gehört. Ja. Was? Wie im echten Leben, Tim, wie im echten Leben. Alle schlagen bloß auf das Schaf an. Bloß im echten Leben schlägt das Schaf auch zurück. Ja, richtig übel. Richtig übel. Sieht aus, als wäre wieder Magie im Angebot. Elfmal. Hallo? Bitte was? Kommt denn her? Seht ihr noch was? Nein. Nee, warum? Gut. Wollte nur nachfragen. Ah! Es ist gelb und es glitzert. Ich kann das leider nicht ausschalten. Schlag mit Wattebällchen zurück. Ui, tut das weh. Ja, Mann, ey. Also, Tim. Ich hab einen Laser. Du hast einen Laser. Alter, what the fuck? Laser. Man muss ja echt einfach mal gucken, wenn sobald eine Waffe ein bisschen besser ist, einfach mal nehmen und ausprobieren. Oder wenn die nur ähnlich ist. Witzig. Wollen wir hier mal dieses kleine Sweetheart hier dingsen? Lol, das ist so eine Schrotflinte, die ich jeden Schuss nachladen muss. Das Leute, hier! Wir hatten heute noch nicht drauf gedrückt.
Ich hab schon zweimal, ich darf ich nicht. Noch, außer du hast noch nicht, Tim. Wer hat noch nicht? Ja, ich hab noch nicht. Ja, dann du. Alter, was schießt du denn? Pokebälle? Ja, einfach mal die Waffe ausprobiert. Ich cool. Geh weg. Eis. So. Ja, dann. Ey. Würfeln. Was? 19. Oh yeah, ich bin krass. Nice. Ja, das ist so ein Ghostbuster-Strahl, den ich hab hier. Ich stimmt, das ist ja auch ein Geist. Sag mal. Wie viele Trolle? Nur das mal der. Ja, der hat sich zurückgewandelt. Ja. Ich hab ne krasse Sniper bekommen. Schon wieder ein Schutzschuss. Ich hab leider nichts Gutes bekommen jetzt. Ich schmeiß sie da weg. Da liegt was. Und Snipern macht hier noch mehr Spaß, ey. Das ist cool. Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es besser ist. Guck mal, Tim, schau mal, was hier liegt. Das ist cool. Ah, das ist genau das gleiche, was ich gerade habe. Ja, gut. Take it till you make it. Fake it till you fake it. Ja. Das hier kann ich. Hat das jemand noch nicht? Oh, ja, ich hab's noch nicht. Na dann. Dann grab ich das mir, bevor es sich jemand anders grabt. Geht's hier weiter? Schaut mal. Nee, ich glaub, sonst haben wir das hier alles. Aber hier? Da drüben ging's weiter. Nee. Ach du Scheiße! Alter, komm mal bitte zu mir! What the fuck? Da möchte ich nicht sein. Ohne Witz, kommt mal her, kommt mal her. Schaut euch das mal bitte an hier. Da oben ist noch ein bisschen Regenbogen. Alter. Sag ich doch. Oh, da ist Regenbogen! Ja. Und Flagge. Aber das ist nur zu Flagge Band, also da passiert nichts. So ist es besser. Tja, da will ich nicht sein. Irgendwie ein bisschen an Herr der Ringe. I don't know why. Vor allen Dingen, guck mal, wie die ganze Zeit auf die Fresse fallen. Das sieht richtig witzig aus. Flup, flup, flup. Okay, ich gehe. Ja. Das ist nicht mein Problem. Du, 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 du. Huch. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Huh. Sorry, aber mein Licht ist ausgegangen und hat geblinkt. Jetzt war hier alles blutrot. Es geht immer, es wird halt rot, wenn es die WLAN-Verbindung abbricht oder so. Es wird rot, rot wie Blut. Alter, als würde dann irgendwie ein Horror-Game spielen und dann auf einmal. Ey, das ist übel gruselig. I swear to God. Ey, hier ist eine Kugel. Sira, das ist kein Geist, der das irgendwie stört. Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Doch dann bekam ich einen Pfeil ins Knie. Alles änderte sich. Wohl draufhauen. Ich wollte Billy keine Angst machen. Dämonenkräfte bei Halbdämonen sind unbrechenbar. Diese Schlossmauern wären sowieso eingestürzt, wenn schon ein kleiner Klaps ausgereicht hat. Vielleicht erkennen die Stadtbewohner, dass ich ihnen einen Gefallen getan habe. Nachdem ich Billy eine saubere Hose gekauft habe. Wow. Lol, die Gewandung ändert sich, sobald man so ein Ding anhat. Sobald man so eine Rüstung anhat. Ändert sich. Ja. Die Gewandung, was hast du aber hübsch gesagt? Ja, das nennt man Gewandung im Mittelalter. Ja, ja. Ja, das, ja. Ja. Mhm. Aha. Die Gewandung. Geh nochmal die Gewandung. Mhm. Ja, aber dann lass doch zusammen verkaufen gehen, oder? Ja, okay. Das würde sagen, so. Zur Tappelstraße. Ich bin natürlich kann man jetzt noch. Okay. Bitte. Ich bin weg. Oh. Fender of the Crown. Was ist die Fender of the Crown? Ist das ein. Ein Film? Film? Klingt so, klingt so. Film, Game, Spiel. Es ist gefährlich da draußen. Schütze Lifestyle. Alles sein. Ich glaube, ich habe hier was Gutes für den Clownbringer zu kaufen drin. Da steht,
1,7 Nahkampfschaden, 2x kritischer Zauberer Trefferchance und 2 maximale Gesundheit. Wo hast du das denn gefunden? Entspann dich. Am besten beim Verkaufsautomaten. Alter, die Verkaufstrolle nervt. Die Waffendings, das ist doch die Ellie. Klingt so, ne? Nein, nein, oder? Lass mich mal sehen. Ach, was für eine Schönheit. Nee, nee, nee. Also dieser legendäre Gegenstand. Mach ganz kurz weg. Gleich wieder da. Ich hol mir auch ein Stückchen Wasser. Okay, ich habe jetzt eine wahrscheinlich doofe Sache gemacht, aber ich habe mir jetzt eine lilane Nahkampfwaffe geholt. Nice. Stimmt gut. Okay, I'm ready. Sieht aber auch hübsch aus hier, ne? Du wirst toll aussehen, wenn du damit begraben wirst. Danke. Ist meine Wichtigkeit wieder. Hibbe. Die Dinger sehen aber auch cool aus. Okay, I'm ready. Die Wasserflasche, da war noch Kohlensäure drin, ah. Alles ist das. So, alles wegschmeißen. Ah, wie sweet. Ich hab jetzt gerade Apfelschale und 5 Luftkussis bekommen. Wie süß. Ach oh Gott, die Luftkussis habe ich gebraucht, ey. Übel. Ich war schon ganz unterküsst. Hi. Apfelschale hätte ich jetzt auch gerne. Aha, ist auch Apfelschale. Nichts anderes. Apfelschale. Mhm. Honig okay. Schmeckend. Okay, ist okay. Ich glaube nicht, dass du die Honig schmeckende Apfelschale trinken solltest, Tim. Nee, oh. Nicht heute. Nee. Aber ich habe mir vom Mittelaltermarkt Waldbeeren-Honig schmeckende Apfelschorle. Oh mein Gott, das klingt richtig geil. Das klingt wirklich ja, geil. Ja, ich hoffe, dir ist geil. Oh. Sag Bescheid, wenn du es mal genippt hast. Und es gab am Mittelaltermarkt ganz viele verschiedene Sorten von Honig schmeckende Honig. Alter. Oh, aber ich, ja. Wollen wir einmal versuchen, da über die Brücke zu springen? Über welche Brücke? Über die Brücke, wo der Brücke Würfel ist. Oh ja, da laufe ich aber. Und folgt mir. Es hört sich komisch an, aber da gab es Kirschbier. Kirschbier? Ja, das Honig. Kann ich auch. Klingt aber auch geil. Das war frisch gezapft, das hat richtig gut geschmeckt. Ja. Das ist auch so ein Meteoriten. Aber ich glaube nicht, dass man da hochkommt, oder? Ich sehe den Weg nicht. Ich schaffe es! Nein. Nicht mal. Ja, genau. Das sieht aus wie ein Champion-Wand jetzt. Das ist eine Wand. Ja, eine unsichtbare Muss Wand. Ja, da irgendwie ist, hinkommen. Da ist wirklich eine unsichtbare Wand. Aber hier hängt... Ah, warte mal, guck mal, da ist gelb. Wenn man sich noch anguckt, also die Map anguckt, dann ist halt auch eine. Ist halt auch eine Kante. Überall anders. Guck mal, also es muss eigentlich wirklich das Tor sein. Aber da. Nee, nee. Aber guck mal, da ist so ein gelbes Ding zum Hochspringen. Ah, da ist noch ein bisschen gelbes Ding. Okay. Da, aber man kommt auf jeden Fall wieder hoch. Ah, rückwärts, ja, okay. Ja, das andere. Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht. Also hinten ist auch noch ein Teil gewesen, wo man nicht hin konnte. Also. Maybe. Maybe for baby. Na gut. Rüberreisen. Also reisen zur
nach Arschheim. Lass uns nach Arschheim reisen, Leute. Oh, Arschheim. Was für eine schöne Experience. Das riecht nach Arsch und Leichen dort. Arsch und Leichen. Ja, das ist ein schöner und alle. Ah, oh, die Gegner sind neu gespawnt. Okay, hier spawnt wohl alles. Stellt euch mal vor, wir nutzen nicht Worte wie neu gespawnt, sondern wir tun so, als wäre neuer Besuch erschienen. Versteht ihr? Wäre lustiger, wenn man das anders formuliert. So mittelalterlicher, versteht ihr? Ja, aber da musst du was anderes sagen, vielleicht. Okay, neu. Neu zugegen. Die wurde neu beschworen. Du da und wo denn? Dunklen Kräfte. Ich glaube auch nicht, dass beschworen mittelalterlich ist. Sie wurden herbeigerufen. Oh ja. Ja, genau. Und wir haben sie hinfort geschickt. Fortgetrieben. Hört, hört. Sollen wir uns mal fortschicken? Oder schickt sich das nicht? Sollen wir uns zum genannten Punkt geben und begeben und uns durch das Katapult durch die Lüfte schwingen? Mich dünket, ihr seid versehrt, Schaf. Ah, Alter! Wer war das denn? Ach Quatsch, war das. Nee, ich hab Bocken gemacht. Marco! Marco! Ja. No. Kommst du auch mit? Ja, ich komm wieder drauf. Ja, also, wenn man auf die Zielscheibe schießt, dann aktiviert sie sich. Oder tatsächlich. Mich dünket, ihr habt zu viel gespeist. Edler Rot. Haut. Teufel. Dude. Gespeist. Ja, zu viele gespeiset. Alter. Hat es denn gemundet? Ja. Wie ging das? Oh mein Gott, ich hab geschützt. Was hast du, Kevin? Warum rülpst und furzet ihr nicht? Weil sich das nicht ziemt. Was hat das Schaf verloren in seinen Gliedmaßen? Das Gehirn dünkt mich. Oh! Man kann doch nichts verlieren, wenn es gar nicht da war. Oh nein, mach dich nicht selber fertig. Bitte widersprich einfach. Oh, ich habe leider schon wieder die Legs, Leute. Das ist so fürchterlich. It is fürchterlich. Ich könnte mir leider denken, dass es der Charakter-Animator ist. Stocket euer Spiel! Ja, das könnte sein. Hier ist eine Waffenkiste, kommet zu mir! Oh, das ist ein Würfel. Edle Untertanen! Ich eile geschwind zu euch herbei! Ich habe es gekennzeichnet! Oh meine... What? Was ist denn? Das! Was habt ihr bekommen? Meine Wenigkeit haben eine Sniper gefunden, die durchaus krass scheint. Du hast eine fucking goldene Sniper bekommen, oder was? Nö, die ist blau, aber die ist krass. Ach so, okay. Verabschiedet sich aus dem Stream. Wünscht gute Nacht. So nächtigt der Herr gut. Okay, ich hör auf damit. Gute Nacht, Quark. Schlaf schön. Träum was Süßes. Danke fürs Zuschauen.